Hallo, was waren Sachen? Ja, bald ist es soweit. Der Juli steht vor der Tür. Der ganze Juli-Monat über wird ein Event ausgetragen, ein Künstler-Event, das sich Artfight nennt. Und vielleicht habt ihr davon noch nie was gehört oder habt was gehört, aber wisst nicht genau, worum es geht. Und genau das wollen wir sprechen. Dieses Jahr will ich auch wieder mitmachen. Ich hatte letztes Jahr schon mitgemacht. Leider hatte ich da keine Zeit und habe einen Angriff gestartet. Ja, aber für sich finde ich das eine coole Sache. Will auch wieder mitmachen, wie gesagt. Und ja, bin hier, um euch erstmal zu erklären, für alle, die es interessiert, worum geht's hier eigentlich? Was ist das eigentlich? Vielleicht habt ihr noch nie was von gehört oder versteht es nicht, weil die ganze Seite halt auf Englisch ist. Es ist ein internationales Event und dementsprechend ist das halt alles auf Englisch. Und wir gehen einfach mal kurz alles durch. Erstens, was ist das überhaupt? Was ist der Artfight? Worum geht's da überhaupt? Wie kann ich da mitmachen? Dann als zweites gehen wir mal kurz die Regeln durch, was ist erlaubt, was ist verboten. Und einmal als drittes, als Abschluss, welche Filter muss ich nutzen oder welche Spoiler-Markierung muss ich nutzen, wenn ich bestimmte Bilder hochlade. Kommen wir erstmal zum Anfang. Was ist der Artfight eigentlich? Wie gesagt, es geht den ganzen Juli lang, ist ein Künstler-Event für Künstler, von Künstlern. Und es geht einfach darum, gemeinsam Sachen zu zeichnen. Und einfach die Charaktere der anderen Leute so ein bisschen anzupreisen, so ein bisschen einfach, ja, gegenseitig Kunst des anderen Charakters zu machen. Ganz einfach, ist nicht kompliziert. Jedes Jahr gibt es zwei Themen, beziehungsweise zwei Teams. Und solange ihr bis zum 1.7. euch registriert oder anmeldet, also ihr müsst euch auf der Internetseite anmelden, die habe ich auch unten in die Beschreibung gepackt, werdet ihr zwei Teams zur Verfügung haben, die dürft ihr euch aussuchen. Am 1.7. wird dann halt zufällig ein Team für euch gewählt, wenn ihr euch nicht entschieden habt. Und dann geht's auch schon los. Dann könnt ihr Angriffe starten. Ja, wie genau das aussieht, jeder Künstler hat auf seiner Startseite seine Charaktere hochgeladen. Es geht darum um OCs, um Originalcharaktere. Also es gelten keine Charaktere aus Serien, Filmen etc., sondern wirklich Kreaturen, Menschen etc., die euch selbst ausgedacht hat, die eigenen Originalcharaktere sind. Und die ladet ihr auf der Seite hoch. Ihr könnt ein paar Angaben zu den Sachen machen, wenn ihr bestimmte Sachen nicht gezeichnet werden haben möchtet. Zum Beispiel habt ihr einen Charakter und ihr möchtet nicht, dass der zum Beispiel mit anderen Charakteren zusammen gezeichnet wird oder dass er halt in einem romantischen Setting steht oder so weiter, könnt ihr es dazu schreiben. Hier empfiehlt sich da, dass ja wie gesagt eine internationale Seite ist. Holt euch einfach einen Übersetzer, kippt es bei Google ein und schreibt dann einfach, was erlaubt ist und was nicht, kurz in die Beschreibung. Und haltet euch auch daran, was in der Beschreibung der anderen Leute steht, was gezeichnet werden darf und was nicht, so dass jeder seinen Comfortzone nicht ja, ausbrechen möchte. Manche Leute wollen halt bestimmte Sachen mit ihrem Charakter nicht sehen. Haltet euch bitte daran, das ist auch eine Regel. Bitte einfach alle sich an die vorgegebenen Sachen halten. Ja, wie gesagt, ihr habt eure Startseite, da könnt ihr ein bisschen was zu euch schreiben. Wer seid ihr? Was für Charaktere habt ihr? Und ja, wie gesagt, bitte nur eigene Charaktere, alles was aus einer Serie ist, dürft ihr nicht nutzen. Ihr dürft halt Eigenkreationen nutzen, es dürfen AUs sein, also Alternate Universes, wenn man die Charaktere halt wirklich unterscheiden kann vor dem Originalcharakter, den sie darstellen sollten. Sprich, wir nehmen jetzt einfach als Beispiel Mickey Mouse, wenn ihr die Mickey Mouse einfach nur grün anfärbt anstatt schwarz habt und halt, keine Ahnung, lila Hose habt, dann gilt das nicht. Aber wenn ihr halt eine Maus zeichnet in dem Style wie die Mickey Mouse, aber es ist noch als eigener Charakter erkennbar, dann ist das okay. Wie gesagt, ihr könnt halt einfach, wenn ihr bestimmte Sachen nicht wollt, die mit eurem Charakter passieren, auch dazu schreiben. Ihr könnt auch in eure Beschreibung Sachen schreiben, was ihr zum Beispiel selber nicht zeichnet. Wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, ich möchte nur Menschen zeichnen, dann könnt ihr das angeben. Ich möchte vielleicht nur Roboter zeichnen, ich möchte vielleicht das zeichnen oder ich zeichne das nicht. Das könnt ihr alles in die Beschreibung schreiben. Einfach um ein bisschen eure Willen, was ihr zeichnen wollt, runterzuschreiben, dass man sich halt einfach ein bisschen verständigen kann. Ein Angriff sieht folgendermaßen aus. Ihr geht auf die Seite eines anderen Künstlers und sucht euch aus den Charakteren, die er ausgesucht hat, die er für euch bereitgestellt hat, einen aus. Und den zeichnet ihr dann einfach. Und wenn ihr den fertig gezeichnet habt, ladet ihr den hoch. Und dort könnt ihr den Künstler und den Charakter verlinken. Also ihr kriegt dann angezeigt, wer ist das, von welchem Künstler, welcher Charakter ist das. Je nachdem, wie ihr und was ihr gezeichnet habt, ist das eine einfache Base Color, habt ihr Schatten hinzugefügt, gibt es einen eigenen Hintergrund, könnt ihr alles auswählen und gibt dementsprechend Punkte für euer Team. Und damit auch keiner schummelt, werden natürlich auch diese
Auswahlen kontrolliert. Und wenn ihr auffallt und ein paar Mal falsch auswählt, werdet ihr auch gebannt. Also so, dass halt keiner schummeln kann. Auch andere Leute können sich natürlich ansehen, was habt ihr gezeichnet, und können melden, wenn halt irgendwas falsch ist. Auch Animationen sind erlaubt, 3D-Objekte sind erlaubt. Ihr könnt auch was basteln, also Crafting ist alles erlaubt. Hauptsache, ihr beteiligt euch irgendwie künstlerisch. Es muss halt selbst gezeichnet sein. Basen, also ihr habt einfach eine Charakterbasis, ist nur als Upload, als eigener Charakter erlaubt. Wenn ihr zum Beispiel habt einen My Little Pony und nutzt einfach so einen My Little Pony Base Maker oder sowas dafür, oder halt ein Puppet Tool. Das ist erlaubt, halt nur fürs Hochladen für einen Charakter, aber es ist nicht erlaubt für eine Attacke oder eine Verteidigung. Also ihr dürft halt nur selbstgemachte Sachen, die 100% selbstgemacht sind. Falls ihr Fotos für einen Hintergrund nutzt oder verschiedene Pinsel, die ihr in Photoshop selbst erstellt habt, von, keine Ahnung, zum Beispiel Bäumen, gilt das halt auch nicht als Hintergrund. Da müsst ihr halt angeben, ohne Hintergrund. So, okay, ihr habt eine Attacke gestartet, ihr habt den Charakter eines anderen gezeichnet, habt den hochgeladen. Und jetzt kann der andere Künstler euch zurück angreifen, also kontern oder beziehungsweise verteidigen, indem er halt einfach einen Charakter von euch zeichnet. Das kann hin und her gehen, und je nachdem, wie ihr Lust und Laune habt, könnt ihr das halt ewig lang hin und her ziehen. Und ja, so könnt ihr Punkte sammeln, einfach indem ihr die Charaktere von anderen zeichnet. Sinn natürlich ist, dass ihr das gegnerische Team angreift. Es gibt aber auch viele, die halt einfach querbeet jeden angreifen. Das geht natürlich auch. Das ist keine Begrenzung, wen ihr angreifen sollt. Aber Sinn dahinter war einfach, wenn ihr Punkte für euer Team holen wollt, dann greift das andere Team an. Kommen wir jetzt zu den generellen Regeln. Wer darf denn eigentlich mitmachen? Was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt? Generell darf jeder mitmachen, der über 13 ist. Alle, die darunter sind, dürfen leider noch nicht mitmachen. Aus jugendschutzrechtlichen Gründen. Die ganze Seite ist halt auf die Standards aus Amerika angelegt. Dementsprechend gibt es da halt die Regeln aus Amerika für uns. Es ist auch nur erlaubt, einen einzigen Account pro Mensch zu haben. Ihr dürft also keine mehreren Accounts haben, sondern einen Account pro User ist erlaubt. Es gibt auch verschiedene Sachen, die halt generell nicht erlaubt sind. Das sind so die Standardsachen, die eigentlich überall nicht okay sind, wie kein Hass verbreiten, keine Beleidigung, man darf nicht sexistisch, rassistisch, homophob etc. sein. So Sachen, die eigentlich überall klar sein müssen, aber man muss sie immer leider noch ein bisschen erwähnen. Also das dürfen wir nicht machen. Auch sexueller Content an sich ist nicht erlaubt. Ausnahmen können sein Dessous oder Nacktheit, aber auch nur unter bestimmten Voraussetzungen. Es darf halt auch nicht in einem sexuellen Content sein, sondern künstlerische Nacktheit ist erlaubt und muss halt auch gefiltert werden. Dazu kommen wir dann ein bisschen später. Generell alles, was halt illegal ist, ist auch verboten. Sei es Gewalt, Drogen, Hass etc. Nicht zeichnen, nicht machen. Generell keine Gewalt gegen andere Charaktere, außer es ist natürlich explizit gewünscht. Es gibt auch den einen oder anderen Horror-Artist, der da nichts dagegen hat. Das steht aber dann in der Beschreibung. Und wenn es nicht extra dabei steht, nicht machen. Ihr könnt auch verschiedene Sachen nachfragen. Also ihr könnt die Leute auch dort privat anschreiben und verschiedene Sachen nachfragen, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob das mit dem Charakter okay ist. Was man natürlich auch nicht machen sollte, ist die Weitergabe von privaten Informationen, sei es halt die Handynummer, Adresse etc., einfach um halt auf Nummer sicher zu gehen. Am Ende weiß man ja nie, wer tatsächlich auf der anderen Seite ist. Man kann Social Media Accounts weitergeben von sich oder halt auch eine Arbeits-E-Mail-Adresse. Das ist so das Höchste der Gefühle. Mehr bitte nicht weitergeben. Generell ist das eine schlechte Idee im Internet, jemandem seine Handynummer oder seine Adresse zu geben, den ihr nicht kennt. Das ist generell so ein Ding. Ist im ganzen Internet gültig, sollte man auch hier beibehalten, dass das eine dumme Idee ist. Was auch verboten ist, ist eine interne Gruppenbildung neben natürlich den eigentlichen Gruppen, Sieform und Stardust, dass man halt sagt, okay, man trifft sich zusammen mit Freunden in der Gruppe und greift bestimmte Leute an oder greift bestimmte Leute halt nicht ein. So Do Not Interact List hat es auch schon gegeben, so Listen, wo gesagt wird, bitte nicht mit diesen Leuten interagieren, das sollt ihr nicht machen. Das ist natürlich auch verboten. Und alles, wenn ihr eins dieser Dinge, die ich gerade gesagt habe, findet oder mitkriegt, es gibt natürlich auch Kommentare etc., dann meldet das. Es gibt Moderatoren, die kümmern sich darum, aber die können ja auch nicht alles sehen. Wenn ihr irgendwas seht, was ein bisschen komisch aussieht, lieber einmal zu oft gemeldet und jemand guckt drüber, als zu wenig gemeldet. Also bitte meldet Sachen, die halt nicht koscher sind. Es gibt halt immer wieder Idioten im Internet, die meinen, die müssten halt den Spaß für alle verderben. Und in dem Zuge auch,
Natürlich ist es auch verboten, Geld dazu zu verlangen, verschiedene Personen anzugreifen, Angriffe zu bekommen oder auch einen zu befehlen, dass man halt zurückangreift. Das ist auch verboten. Jeder darf für jeden mal und man muss nicht immer zurückangreifen, wenn man angegriffen wurde. Es ist alles auf freiwilliger Basis und jeder darf das malen und zeichnen, was er will. Ja, natürlich ist es auch selbstverständlich, aber ich sage es nochmal am Schluss. Ihr dürft die Charaktere, die ihr zeichnet, natürlich nicht verunstalten. Man muss sie wieder als den Charakter erkennen, den ihr angegriffen habt. Also es ist okay, wenn ihr einen Style-Änderung habt. Also wenn ihr ein bisschen anders da zeichnet wie das Originalbild. Das ist vollkommen okay und verständlich. Aber ihr dürft ihn nicht absichtlich verunstalten. Aber das sollte ja eigentlich auch für sich sprechen, dass man sowas nicht tut. Normale, anständige Leute machen so einen Blödsinn halt nicht. Aber Regeln muss man immer festhalten, weil es gibt ja immer noch genug Idioten, die halt sich nicht dran halten und jede Lücke ausnutzen. Ihr könnt das natürlich alles, was ich hier auch gesagt habe, nochmal nachlesen auf Englisch. Ich habe alles, wie gesagt, unten verlinkt auch nochmal die einzelnen Teile. Gibt es halt unten in der Beschreibung nochmal separat, einfach für euch zum Anklicken, dass ihr auch direkt auf der richtigen Seite seid. Okay, kommen wir jetzt erstmal zum Attack-Ranking-Guide. Wie bewerte ich denn jetzt eigentlich meine Attacken? Worauf muss ich denn achten? Was muss ich denn eventuell angeben? Wie funktioniert das jetzt eigentlich? Generell geht die Größe und was ihr gemacht habt. Habt ihr gezeichnet? Habt ihr was gebastelt? Habt ihr was modelliert? Habt ihr eine Animation gemacht? Wir gehen einfach Schritt für Schritt einfach mal zusammen alles durch. Generell fangen wir bei der Größe an. Was ist damit gemeint? Jetzt nicht, wie groß das Bild ist, umso größer, umso besser, sondern wie viel ist jetzt auf dem Bild zu sehen? Man unterscheidet da eigentlich unter vier Sachen. Einmal der Headshot, das ist einfach nur der Kopf, hier auch gezeigt mit einem schönen Männchen und da halt einem Tier, hier haben wir so einen kleinen Fuchs. Dann Half Body, ist der halbe Körper, bis halt hier so kurz vor den Knien und bei dem Hündchen oder Fuchs, ja, bis zu auch ungefähr der Hüfte. Und der Full Body ist natürlich der komplette Körper. Es gibt noch eine vierte Extra-Kategorie, sind halt Simple Shape, also einfache Formen, wenn man halt wirklich sehr, sehr wenig Details hat, wie zum Beispiel halt hier diese Bilder. Die Charaktere hier haben sehr wenige Details und passen nicht so wirklich in die anderen Kategorien. Man hat hier keinen großen Kopf, keinen halben Körper, keinen ganzen Körper. Es ist halt wenig Detail vorhanden. Das ist nochmal eine eigene Kategorie. Gerne genutzt sind Würmchen, die gibt es sehr oft. Gerade im Artfight haben sich die Würmchen so ein bisschen etabliert. Das wird auch gerne gezeichnet. So, nachdem wir die Größe festgelegt haben, kommen wir zu den Zeichnungen. Drawn, Painted. Was wird hier denn eigentlich bewertet? Wir haben hier vier Unterpunkte, die wir bewerten wollen. Einmal die Linien, einmal die Farben, dann Schattierung und den Hintergrund. Und wir gehen das jetzt alles mal kurz durch. Wir haben die Linien. Hier schauen wir, haben wir saubere Linien oder nicht. Wenn wir ziemlich raue, unklare oder unsaubere Linien haben, haben wir Rough Sketches, also raue Zeichnungen, raue Skizzierungen. Und wenn wir saubere Linien haben oder auch keine Linien vorhanden, aber dafür halt klar ausgeblockt, dann haben wir Clean Sketches, Lined oder Lineless. Sprich, wir haben einfach saubere Linien und dann nach den Linien kommen wir zu den Farben. Wir haben einmal, haben wir überhaupt Farben vorhanden? Ist es ausgemalt? Wenn man jetzt einfarbig hat und dann ganz, ganz minimal Schatten, dann ist es nicht bemalt, dann ist es uncolored. Wenn wir jetzt hier wenige Farben haben, es ist nicht sauber ausgemalt, es ist sehr, ja, splotty, es ist nicht in den Linien drin, dann haben wir eine Rough Color, also eine grobe Ausmalung und haben wir ein komplett ausgemaltes Bild, wir sind in den Linien geblieben, haben wir verschiedene Farben genutzt, dann haben wir Clean Color oder Painted. Dann kommen wir zur Schattierung. Wenn wir gar keinen Schatten und kein Licht haben, haben wir ein Unshaded. Wenn wir minimale Schattierung haben, hier und da ein paar kleine Kanten eingezeichnet haben, hier da ein bisschen Lichteffekte oder ein paar wenige Schatten, dann haben wir Minimal Shading. Und wenn wir halt wirklich ausgearbeitete Schatten haben oder Lichteffekte haben, dann haben wir Full Shaded. Beim Hintergrund haben wir entweder simple Farben, gar keinen Hintergrund, einen Gradienten oder ein Foto. Dann haben wir keinen No oder einen Minimal Background oder ein Photograph. Dann haben wir die Möglichkeit, wenn wir einfache Muster haben, ein simples Pattern, haben wir Pattern oder Abstract. Bei simplen Effekten hat man, wie gesagt, ein Muster oder halt einfach nur eine Texturstruktur drin. Dann können wir aussuchen, haben wir vielleicht verschiedene Props oder Designs benutzt.
Dann können wir die auch auswählen. Dann haben wir Props, Scene Elements oder Design Layout, wenn man dann einfach verschiedene Objekte mit drinne sieht. Wir haben als Beispiel ein Motorrad, ein Laptop oder die nette Dame mit dem Hammer. Oder wir haben eine komplette Szene, dann haben wir die Scene. Dann haben wir wirklich hier komplett ausgearbeitete Bilder mit komplett ausgemaltem Hintergrund und halt einer fertigen Szene. Ja, das sind die Punkte, die bei Zeichnung bewertet werden. Ihr könnt das alles natürlich auch nochmal auf der Homepage nachlesen vom Artfight. Und auch mit Bildern, einfach mit den Beispielbildern, die ich euch gezeigt habe, auch nochmal gucken, zu was euer Bild passt. Ich versuche hier nur ein bisschen noch die Übersetzung ins Deutsche reinzukriegen, dass ihr auch wisst, was ihr aussucht. Wenn nicht, nutzt immer mal einen Übersetzer, wenn ihr euch den Begriffen nicht wirklich was anfangen könnt. Okay, nach den Zeichnungen schauen wir uns die Bewertung für die 3D-Modelle an. Auch hier haben wir wieder 4 Unterkategorien. Haben wir eine Base benutzt, sind Texturen drauf, ist das Modell gerickt und haben wir bei dem Abgabebild einen Hintergrund. Unter dem Punkt Base haben wir Folgendes zur Auswahl. Haben wir beispielsweise ein Vivoid-Modell gemacht, also in Vivoid ein Modell erstellt. Oder haben wir einen Minecraft-Skin erstellt, das zählt darunter. Oder haben wir eine vorgefertigte 3D-Base benutzt, die wir entweder selber gemacht haben oder die wir uns runtergeladen haben. Aber hier passt auf. Es darf nur eine sehr simple Base benutzt werden und natürlich müsst ihr vorher schauen, ob der Base-Ersteller überhaupt erlaubt hat, dass man die nutzen darf. Und ihr müsst natürlich auch angeben, wenn ihr fremde Sachen nutzt, wo ihr die her habt. Oder natürlich, wir haben gar keine Base benutzt, sondern alles frei Hand gemacht, dann natürlich keine Base, no Base, made from scratch. Kommen wir jetzt zur Textur. Entweder haben wir keine Textur. Also man hat einfach nur dieses simple Grau, das man meistens entweder im Blender, Maya etc. hat. Oder halt einfach nur eine einfarbige andere Farbe, weil man keinen Bock auf Grau hat. Oder haben wir eine vorgefertigte Textur genutzt oder ein Foto genutzt. Dann haben wir ein Foto oder eine Pre-Made Texture genutzt. Oder wir haben selbst eine Textur gemacht, das ist eine Self-Produced Texture, wo man sie halt einfach selbst gezeichnet haben. Entweder halt in Blender, in Photoshop oder in Substance Painter. So, dann haben wir noch den Punkt. Haben wir das Modell gerickt? Entweder haben wir gesagt, nö, kein Rick vorhanden. Oder ja, wir haben da einen Rick draufgehauen. Und wir können es, wenn wir wollen, bewegen. Dann haben wir noch den Hintergrund. Auch hier haben wir einfach keinen Hintergrund. Sprich, wir haben vielleicht einen simplen Gradienten oder einfach nur das Grau oder den Hintergrund aus dem 3D-Programm. Auch hier haben wir dann die Möglichkeit, ein Pattern einzutragen oder ein abstraktes, wenn man halt einfach einen ganz, ganz simplen Hintergrund hat. Wir haben auch eine Auswahl für eine komplette Szene. Also wenn wir wirklich eine komplette Umgebung gemacht haben, haben wir natürlich eine Szene. Und wir haben noch die Möglichkeit, wenn wir einzelne Elemente nutzen, jetzt verschiedene Objekte, haben wir zum Beispiel Props oder Scene Elements genutzt. Wie zum Beispiel hier einfach die Ornamente, wo die Figuren draufstehen oder das Kaninchen mit dem Büchlein. Ja, und dann wären wir mit den 3D-Modellen durch. Ja, und jetzt sind wir durch mit den 3D-Objekten. Natürlich könnt ihr euch all das auch auf der Homepage nochmal selber durchlesen mit den Beispielbildern. Kommen wir zu den Crafts. Und hier haben wir die Auswahl, aus welchem Material haben wir das jetzt alles gebastelt. Wir haben zum einen Stoff. Haben wir zum Beispiel etwas gehäkelt, gestrickt oder ein Stofftier gemacht. Dann haben wir Textilien oder Textiles genutzt. Oder wir haben vielleicht aus Ton was skulptiert. Dann haben wir Clay. Das kann halt der normale Tonton sein, es kann auch Polymer-Clay sein, also diese Polymer-Sculpting-Masse gibt es in verschiedenen Farben oder halt auch Fimo gehört dazu, das ist hier der Fall. Oder haben wir was ganz anderes benutzt, Epoxidharz, Holz, Glas, Metall, Leder, dann fällt das alles unter Heavy Material Work. Oder wir haben ein Paint-Over gemacht, also ein Drübermalen, wir haben zum Beispiel eine Puppe umgestaltet oder wir haben ein Cosplay gemacht. Auch das ist möglich. Wir haben auch die Möglichkeit, Essen zu machen. Es gibt die Kategorie für Food. Da kann man beispielsweise Kekse oder Obstmännchen machen, je nachdem, worauf ihr Lust habt. Habt ihr ein bisschen Lust auf Perlenbasteleien? Haben wir auch. Beadwork and Brick Bells ist unter allem, was halt aus solchen kleinen Perlchen oder Aufbausteinchen gemacht wird. Oder beispielsweise auch Lego müsste drunter fallen. Oder wir haben das alles aus Papier gemacht und haben so Papercraft, verschiedene Papierfigürchen gemacht. Auch hier haben wir wieder die Möglichkeit, einen Hintergrund auszuwählen. Wir werden ja wahrscheinlich ein Foto von dem gemacht haben, was wir gebastelt haben. Da haben wir auch wieder hier bei einem ganz simplen Hintergrund, none, also keinen, wenn wir halt wirklich nur einfarbig haben, irgendwo eine Decke hingelegt haben etc. Wenn wir das in der Natur platzieren oder einen simplen Hintergrund gemacht haben, ein Muster gemacht haben, dann haben wir ein Pattern oder Abstract. Wenn wir eine ganze kleine Szene aufgebaut haben, haben wir natürlich eine
Szene, eine Szenerie oder wir können natürlich auch wie bei den 3D-Objekten Props oder Szene-Elemente nutzen, wenn man halt Kleinigkeiten mit dazu gibt, wie hier zum Beispiel das Brötchen oder die Brötchenkörbchen mit der Katze. Ja, das wären die Einteilungen für unsere Basteleien für die Crafts-Kategorie. Eine Kategorie haben wir noch, natürlich können wir auch Animationen hochladen und hier haben wir zwei Unterkategorien, die wir bewerten. Ist einmal die Menge an Animationen und mit welcher Technik wurde animiert. Gehen wir erstmal die Menge der Animationen durch, ist einfach wie viel ist jetzt eigentlich in Bewegung, the amount of movement, also wie viel ist beweglich. Wenn wir jetzt eine ganz simple Animation haben, die nur im Hintergrund stattfindet, dann haben wir einen animierten Hintergrund, einen animated background. Wenn wir hingegen jetzt kleine Animationen haben, wie jetzt ein Blinzeln, ein Reden oder halt eine kleine Gaswolke, so minimale Sachen, haben wir eine minimal animation. Alles, was mehr wie ein Blinzeln ist, ist eine teilweise Animation, eine Particle Animation. Und danach haben wir natürlich eine komplette Animation, der komplette Charakter bewegt sich oder der größte Teil des Charakters bewegt sich, ist eine Fully Animated, ist also komplett animiert. Dann hätten wir noch das Mixed Movement zur Auswahl, das sind einfach mehrere Bewegungen. Das können sein, es sind zwei Charaktere, die miteinander agieren oder es ist einfach mehrere Aktionen werden von dem Charakter ausgeführt. Kommen wir zur Technik. Wie haben wir das Ganze animiert? Haben wir das Ganze bei Twinning animiert? Oder im 3D? Oder haben wir das Ganze Frame by Frame animiert? Oder haben wir ein Animatic oder ein PNV erstellt? Ein Picture Music Video, also ein Bildermusikvideo? Oder haben wir uns sogar hingesetzt und einen ganzen 2D-VTuber gerickt? Oder natürlich der Klassiker Stop Motion. Haben wir da ein bisschen was gemacht? Ja, und damit sind wir auch bei den Animationen jetzt durch. Kommen wir jetzt mal zu den Filtern. Wir haben hier auch die Möglichkeit, verschiedene Sachen zu filtern. Wir müssen hier immer noch dran denken. Wir waren ja schon bei den Regeln dabei. Die Seite ist ab 13 freigegeben. Dementsprechend müssen wir verschiedene Sachen filtern, wenn wir die dann zeichnen. Auch hier nochmal kurze Warnung. Die Sachen gelten hier nur für Zeichnungen. All das kann in Zeichnungen gefiltert werden. Leider gibt es auf der Seite keine Möglichkeit, das auch in den Kommentaren oder so zu filtern. Dementsprechend, ihr könnt das in den Bildern zensieren oder halt eine Warnung davor packen. Aber in den Kommentaren geht das nicht. Dementsprechend sind diese Themen, die man hier filtern kann, in den Kommentaren nicht erlaubt. Also ihr müsst ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, Seite ist ab 13, benehmt euch dementsprechend und versaut nicht alle den Spaß. So, wo müssen wir denn jetzt alles filtern? Wir haben einmal Gore, also blutig. Ich weiß nicht genau, wie man Gore in Deutsch übersetzen kann. Gibt es da eigentlich ein deutsches Wort für? Dann hätten wir Body Horror, also Körperhorror, Nudity, Nacktheit, Suggestive Themes, also anrüchige Themen, Eye Strain, Augenanstrengung. Das ist mir dann so, ich glaube, Epilepsiewarnung etc. würde da eher besser passen. Und Sensitive Content, also sensibler Content. Fangen wir mit Gore an. Am Ende jeder Kategorie gibt es eine kleine Tabelle. Und die gehen wir jetzt einfach gemeinsam mal durch, damit jeder weiß, was erlaubt ist und was einen Filter braucht. So, Blut. Gibt es ein bisschen Blut, zum Beispiel bei Nasenbluten ist das okay. Alles, was mehr ist, wie nur Nasenbluten oder ein Tröpfchen, braucht einen Filter. Das gleiche gilt für Schnitte. Kleine Schnitte sind okay. Tiefe Schnitte oder großflächige Schnitte brauchen einen Filter. Blaue Flecken. Kleine blaue Flecken oder einzelne blaue Flecken wie ein blaues Auge ist okay. Wenn man großflächig blaue Flecken hat oder mehrere blaue Flecken, bitte mit Filter. Dann haben wir Filet und Missing Skin, also gehäutet, fehlende Haut. Es ist ziemlich selbsterklärend, egal ob es simpel gezeichnet ist oder ob man die Muskelstruktur drunter sehen kann, bitte nur mit starkem Filter nutzen. Dann haben wir Fleisch oder realistisches Fleisch. Ist es ziemlich cartoony gehalten, kein Problem ohne Filter. Wenn es relativ echt aussieht oder Blut enthält, einen normalen Filter. Wenn es echt aussieht und Blut enthält, braucht man einen starken Filter. Dann haben wir sichtbare Innereien. Das Skelett oder so ein simples Herz, also wirklich die Herzform wie hier, darf man sehen. Alles, was
echte Organe sind, Gehirn, Innereien, Darm etc. darf man nicht zeigen. Und wenn es halt realistisch aussieht, bitte den starken Filter drauf. Wenn dann die Organe auch noch aus dem Körper rausfallen, sind das Spilling Guts oder Spilling Organs und die brauchen auch einen starken Filter. Fehlende Gliedmaßen sind nur im Cartoon-Style erlaubt, ohne Filter. Alles, was halt etwas realistischer aussieht, wo man Blut sehen kann, wo man die inneren Strukturen in den Muskeln sehen kann etc. Mit Filter, wenn man wirklich detailliert gezeichnet hat, dann auch schon einen starken Filter drauf. Dann Nageltrauma, Nailtrauma, also wenn man halt schmerzhafte Sachen mit seinen Fingernägeln macht oder Fußnägeln, auch hier Filter drauf. Und zum Schluss Augenverletzungen, hat man ausgeschwärzte Augen oder Augenhöhlen. Kein Problem, auch wenn Tinte oder nicht Organisches aus dem Auge raustropft, solange es cartoony ist, ist es okay. Verletzungen in und um Auge sind nicht okay, auch wenn die Augen ausgehöhlt sind und man sieht halt das Innere oder es ist deutlich sichtbar oder es ist Gore vorhanden, auch hier mit Filter. Und für verheilte Narben und Brandmale braucht man auch keinen Filter. Dann wären wir jetzt mit dem Thema Gore durch. Gehen wir jetzt weiter zu Body Horror, also Körperhorror. Bei Body Horror brauchen wir einen Filter, wenn Parasiten sichtbar sind. Egal ob tierische Parasiten oder pflanzliche Parasiten, sobald sie sichtbar sind, brauchen wir einen Filter. Wir brauchen auch einen Filter, wenn unser Charakter Körperteile an unüblichen Stellen hat, sei es jetzt einem Mund im Bauch, mehr als 5 Augen oder ein Arm zu viel oder ein Bein zu viel oder was weiß ich. Ausgenommen sind Flügel und Schwänze, die zählen jetzt nicht mit, aber ansonsten sind die Körperteile an unüblichen Stellen mit Filter und mehr als 5 Augen gefiltert und sind Augen woanders als am Kopf auch gefiltert. Hat der Körper hyperrealistische Elemente, muss das auch gefiltert werden. Und zum Schluss hätten wir noch verzerrte Charaktere. Sind nur die Arme ein bisschen länger wie üblich, kein Problem. Sind die Verzerrungen aber unangenehm, gehören zum unangenehmen Typ. Große Augen, krasses Lächeln, viel zu lange Zunge, verzerrte Hände, große Hände, lange Finger etc. brauchen den Filter. Je nachdem, wie stark die Verzerrung ist, ist auch ein starker Filter vonnöten. Und damit hätten wir Body Horror erstmal abgeschlossen. Gehen wir rüber zu Nudity. Fangen wir oben an bei den Nippeln. Was ist da jetzt erlaubt, was braucht Filter, was nicht? Generell, Tiere mit Tiernippeln sind okay. Großzügig, zensiert ist auch okay. Oder halt die Puppenanatomie, wenn halt keinerlei Geschlechtsmerkmale vorhanden sind, kein Problem. Alles, was ein Filter braucht, sind Nippel. Oder wenn der Zensur zu klein ist, wie man hier sieht, einfach diese schwarzen Tüpfelchen da drauf, brauchen trotz Zensur auch noch den Filter oben drauf. Auch wenn die Nippel durch die Kleidung sichtbar sind, braucht man einen Filter. Rutschen wir jetzt etwas weiter runter. Was ist denn unten erlaubt zu zeigen? Was braucht keine Zensur? Generell, Schambehaarung ist okay, ob jetzt egal, ob bei Mensch oder halt diese Fluff-Turfs, also diese Fluff-Bälle bei Furries oder bei Andros, wenn es einfach nur pink ist, also einfarbig, ist komplett okay. Oder wenn es ein Euter ist, Euter sind auch okay. Und Hintern dürfen gezeigt werden und wenn es vernünftig zensiert wird, ist es auch okay. Alles, was erregt ist oder geöffnet, steif etc., darf man nicht zeigen. Wenn es geschlossen ist oder nicht, kann man es mit einem starken Filter zeigen. Ich persönlich rate davon ab. Ich bin da jetzt kein Fan von, gerade bei einem Artfight so weit zu gehen. Gibt andere Orte, wo man Not Safe for Work Shit machen kann, aber vielleicht nicht unbedingt in einem Artfight, wo halt 13-Jährige erlaubt sind. Kommen wir zu den anzüglichen Themen, die überschneiden sich so ein bisschen mit unserer Nudity. Auch hier ist die Puppenanatomie erlaubt. Auch Unterwäsche ist kein Problem, solange keine anzüglichen Posen gemacht werden. Werden dementsprechend die Posen gemacht, ist das alles mit Filtern. Auch Halsbänder und Geschirr etc. ohne anzügliche Posierung ist okay. Mit anzüglicher Posierung braucht man auch hier wieder einen Filter. Fetische, solange die nicht unter die verbotene Kategorie fallen, brauchen auch einen Filter. Und was gar nicht erlaubt ist, das hatten wir eben schon,
erregte Genitalien, egal von welchem Geschlecht, sind verboten. Eindeutige Referenzen zu sexuellen Handlungen sind verboten. Fetische, die körperliche Flüssigkeiten enthalten oder nicht Konsens sind. Generell das Zeigen von diesbezüglichen Körperflüssigkeiten ist generell nicht erlaubt. Not safe for work or porn ist nicht erlaubt. Und die Sexualisierung von Jugendlichen, also alle, die unter 18 sind, dürfen in diesem Kontext nicht gezeigt werden. Eigentlich selbsterklärend, aber besser, man schreibt es nochmal nieder. Sicher ist sicher. Nach dem Schlüpfrigen kommen wir jetzt wieder zur Farbe. Wenn eure Farben oder eure Bilder sehr anstrengend sind anzuschauen, weil ihr verschiedene Effekte habt oder sehr stark saturierte Farben genutzt habt, gibt es hierfür auch einen Filter an, einfach um den Leuten es erleichtern zu machen. Dieser Punkt ist wichtig für alle Leute, die animieren und halt sehr flashige Sachen gibt, Epilepsiewarnung und so. Gehen wir durch, hier gibt es ein paar Sachen, die man ankreuzen kann. Chromatische Abweichung ist ein Effekt, den man nutzen kann. Der sollte gefiltert werden, ob in Bild oder in Animation. Optische Illusionen sollten auch gefiltert werden. Und bei Animation, ganz wichtig, habt ihr irgendwas mit flimmernden Farben, flackernden Lichtern, sollte das auch gefiltert werden, wegen halt besagter Epilepsiewarnungen. Auch wenn ihr Bilder habt, die sehr stark saturierte Farben habt, solltet ihr die filtern, einfach um die anderen Leute ein bisschen zu schützen. Euch macht es vielleicht nicht aus, aber es gibt den einen oder anderen, der da ein bisschen empfindlicher ist mit den Augen. Das wäre sehr freundlich, wenn man halt einfach Rücksicht auf jeden nehmen. Kommen wir zum letzten Punkt, zu den sensiblen Inhalten. Was ist da verboten und was nicht? Gehen wir erstmal durch, was ist generell okay und braucht keinen Filter. So, Alkohol, Marihuana, Zigaretten und Vapes sind kein Problem, kann man zeigen. Auch cartoonische Käfer und Spinnen, kein Problem, darf man zeigen. Simple Beschimpfungen und leichtes Fluchen ist okay, wie fuck you, shit, hell, ist okay. Waffen an sich sind auch kein Problem. Sind sie auf andere gerichtet oder auf sich selbst gerichtet? Brauchen sie einen Filter? Und generell historische Charaktere mit einem militärischen Hintergrund an sich sind erstmal okay. Wichtig wird's hier, was nicht okay ist, alles was mit dem Dritten Reich zu tun hat, ist nicht okay. Generell alles was mit hasserfüllten Gruppierungen zu tun hat, ist nicht okay. Darunter fällt auch Hate Speech etc. Alles was darunter fällt. Darf generell nicht gezeigt werden, ist verboten. Genauso wie halt Rassismus, das hatten wir am Anfang schon. Auch die Personifikation von Ländern ist generell auch nicht okay. So, was darf denn gezeigt werden, braucht aber einen Filter. Generell zum Missbrauch anregende Substanzen, egal ob zensiert oder nicht, brauchen einen Filter. Wenn man erkennen kann, was es sein soll, braucht es einen Filter. Generell Nadeln, egal ob medizinisch oder nicht, brauchen einen Filter. Die reine Erwähnung von Nadeln braucht auch einen Filter. Alles, was mit dem Thema Selbstverletzung etc. zu tun hat, braucht einen Filter. Generell alles, was Richtung Missbrauch geht, braucht einen Filter. Eine Gruppierung von über 6 Löchern und oder Augen braucht einen Filter. Und fotorealistische Käfer und andere Insekten brauchen auch einen Filter. So, und damit sind wir durch. Wir haben es geschafft, wir haben alles durch, wir haben alle Regeln durch, wir sind den Attackenguide durchgegangen und wir haben uns die Regeln für die Filter angesehen. Und ich hoffe, vielleicht habe ich den einen oder anderen ein bisschen motiviert oder ein bisschen aufgeklärt und der will vielleicht mitmachen. Wie gesagt, Seite ist unten in der Beschreibung verlinkt. Ich verlinke auch meinen Account dort. Ich will auch dieses Jahr mitmachen und hoffe, ich kann ganz viele Bilder malen und finde ganz viele coole Sachen, viele coole Charaktere, die ich zeichnen kann. Habt ihr einen Vorteil, bin ich ein Reha, werdet ihr wahrscheinlich abends ein bisschen Zeit haben zum Zeichnen und mal sehen, vielleicht sehen wir uns hier am Artfight. Und ja, schreibt doch mal, ob ihr mitmachen wollt oder wenn ihr Fragen habt, generell schreibt ihr in die Kommentare, wenn ich was übersehen habe oder unklar ist, das könnt ihr mir schreiben. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, schönen Tag und vielleicht sehen wir uns ja. Ciao.